Ich freue mich, dass Sie mit uns Weihnachten feiern. Und wir wünschen Ihnen als komplettes SDH-Team ein gesegnetes Weihnachtsfest. Herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst hier aus der Kapelle auf dem Höchsten oberhalb des Bodensees. Und ich hoffe, Sie haben ihn schon gelobt, den Weihnachtsbaum, den wir haben. Ich liebe es, diese Christbaumkugeln und das Lametta und die Kerzen. Was ich übrigens nicht liebe, sind Kerzen, die so schief sind. Bei mir muss wirklich jede Christbaumkerze gerade sein. Dann kann sie richtig schön strahlen. So muss eine Christbaumkerze sein. Aber wie ist es eigentlich mit dem Licht der Welt? Ist das so kerzengerade in unsere Welt gekommen? Oder war das nicht auch alles ein bisschen schief und krumm? Wie Jesus hier in diese Welt gekommen ist, dass er abgelehnt worden ist, dass sie ihn nachher sogar gekreuzigt haben. Und man nennt ihn trotzdem bis heute das Licht der Welt. Aber wie er kam, es war alles so ein bisschen krumm. Und dann ist er für uns das Licht der Welt und macht aus uns Licht für die Welt. Und wie ist das bei uns? Sind wir alle so kerzengerade? Oder sind wir nicht auch oft so krumme Leuchten? Und schiefes Licht. Ich erkenne mich darin schon wieder. Nichts mit Kerzen gerade. Aber wissen Sie was? Ganz egal. Auch durch das Krumme, auch durch das Schiefe kommt Licht in diese Welt. So will Christus durch uns diese Welt etwas heller machen. Das ist Heiligabend. Das Licht der Welt kommt krumm und schief in unsere krummen und schiefen Wände. Und manchmal großen, krummen, schiefen Lebenszusammenhänge. Und er macht Licht. Und er will, dass wir Licht für die anderen werden. Das feiern wir in diesem Gottesdienst. Und wir feiern Weihnachten im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freuen Sie sich mit mir auf einen ganz tollen Gast heute, David Thomas. Aber bevor er singt, singen wir zusammen. Singen Sie mit. Lassen Sie uns heute mit Maria beten, mit Worten des Lobgesangs der Maria aus Lukas 1. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.
Heiliger Gott, Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Du, das Licht der Welt, der du alles geschaffen hast und erleuchtet hast, strahle hinein in unsere Welt durch Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Strahle hinein überall dort, wo es finster ist, wo das Licht ausgegangen ist, wo nur noch ganz wenig brennt. Du hast es versprochen, du willst den glimmenden Docht nicht auslöschen. Schenk Licht in unsere Dunkelheit. So feiern wir dich, den heiligen Gott, den heiligen Sohn, den heiligen Geist. In Jesu Namen. Ich lese aus der Bibel, aus Lukas 2, 1 bis 14. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Silent night.
Für mich persönlich geht ein großer Wunsch in Erfüllung, das ausgerechnet jetzt an Weihnachten. David Thomas ist bei uns. Seit vielen Jahren renne ich ihm schon hinterher, einer der bekanntesten Gospelsänger, die wir hier in Deutschland haben. Aber er hat keine Zeit gehabt für mich. Jetzt ist er da und ich werde es genießen, mit David Thomas hier in der Stunde des Höchsten Weihnachten zu feiern. Frohes Fest! Frohes Fest! Herzlich willkommen, lieber David Thomas! Herzlich willkommen zu dir auch. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich ganz, ganz riesig. Wie gesagt, für mich geht ein Wunsch in Erfüllung. David, lass uns mal die Hände reichen und nebeneinander. Da sieht man ja schon, das ist ein bisschen eine andere Farbe bei dir. Woher nur ein bisschen. Stammt? Ja, nur ein bisschen. Unwesentlich. Woher stammt David eigentlich? Meine Eltern sind in Jamaika geboren und ich war in England geboren, Großbritannien, Manchester. Jamaika, ja. Und England, genau. Ein Weltbürger und ein Star in Deutschland. Du warst nämlich derjenige, der in diesem bekannten Musical Starlight Express die Hauptrolle gesungen hat. Was war das für eine Zeit für dich? Trauert man der ab und zu mal noch nach? Eigentlich nicht. Es war eine schöne Zeit, weil es da war. Aber jetzt mache ich andere Dinge, die noch viel mehr Spaß machen. Aber da warst du mal ganz oben auf der Karriereleiter. Jeden Abend vor Tausenden von Menschen gespielt. Steigt einem das nicht ab und zu Kopf? Nein. Viel Geld, viel Ruhm? Ja, viel Geld, viel Ruhm. Es ist gut für eine Weile, aber ich denke, es erfüllt mich. Und das Leben mit Jesus ist, was mich erfüllt. Das Leben mit Jesus? Ja. Dem Jesuskind, dessen Geburt wir heute feiern. War dir das auch in die Wiege gelegt, wie das kleine Jesu-Kind in die Wiege gelegt wurde? Bist du schon immer Christ, oder? Ich war oft, ich könnte sagen, ich war Christ, aber ich habe Jesus Christus begegnet. Ich glaube, ich war 16 oder 17. Da bist du Jesus Christus begegnet? Ja, wenn das für mich real wurde. In meinem Leben. Wie muss man sich so eine Begegnung vorstellen? Auch in Sachen Musik irgendwie, oder? Nein, das war in meiner Familie, sind wir immer zu der Kirche gegangen und wir haben immer Jesus Christus gesprochen, aber wir haben ihm nicht begegnet. Ich habe ihm persönlich begegnet in meinem Leben, als mein Bruder gestorben ist, und er hat in mein Leben wieder Ruhe gebracht, weil ich war sehr, sehr depressiv und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und er hat mich wieder durch Lieder, durch Bibelverse, für mich hat er richtig in meinem Leben was geändert. Und das führt bis heute dazu, dass du mit Jesus zusammen Musik machst oder mit ihm und über ihn singst. Gospel. Auf jeden Fall, ja, klar. Das Gospel, ist das heißt auf Deutsch so viel wie? Die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Ja. Erfüll mir noch einen Wunsch. Wie hört sich das spontan, solistisch an, wenn David Thomas ein Weihnachtslied singt, wie zum Beispiel Go Tell It From the Mountain? Okay. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh. Da schmelzt sich ja dahin. Was für eine Stimme. Dankeschön. Ist das eine Stimme, die der liebe Gott dir in die Wiege gelegt hat oder die du durch Studium dir erarbeiten musstest? Ich glaube, ein bisschen von beides. Ich habe immer gesungen, aber ich bin dann an die Hochschule gegangen und habe mich dann auch trainiert ein bisschen, meine Stimme. Mhm. Habe ich das gemacht, ja. Muss man als Jamaikaner Gospel singen? Also wir in Deutschland haben ja schöne Volkslieder, ja? Hoch auf dem gelben Wagen und so weiter und so fort. Warum Gospel? Warum Gospel? Weil, wie gesagt, das hat eine Veränderung gemacht in meinem Leben. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass es Jesus Christus gibt und dass er die auch begleiten kann durch schwierigen Zeiten und auch durch guten Zeiten. Aber du könntest ja viel mehr Geld machen mit schönen Schlagermelodien oder so. Das stimmt, aber das würde meine Leben nicht erfüllen. Wir feiern zum ersten Mal Weihnachten mit so einem kleinen Virus. Okay. So einem kleinen Coronavirus. Okay. Vermutlich ist es für dich als Künstler gerade auch schwierig zu überleben.
weil alle Konzerte abgesagt sind. Ja. Siehst du das immer noch als Geschenk des lieben Gottes, dass er sich so toll um dich kümmert, oder gibt es manchmal so Reibereien? Gott, ich habe nichts mehr. Warum lässt du das zu? Ich denke, wir haben viele Prüfungen in unserem Leben. Und Gott prüft uns zu sehen, wie wir reagieren auf was er uns gibt. Und ich bin dankbar für alles. Ich bin dankbar, dass ich hier jetzt sitze. Ich bin dankbar, dass ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich bin dankbar, dass ich muss nicht auf die Straße gehen und betteln. Ich bin dankbar für alles. Das ist vielleicht ein Lebensgeheimnis. Warum singen wir Deutschen nicht mehr Gospels? Du hast ja schon ganz oft hier Gospel-Workshops gemacht für unsere Mitarbeiter auch, hast sie zum Tanzen gebracht, Hunderte. Trotzdem tun wir uns manchmal schwer, so aus uns rauszugehen und Gospels zu singen. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Es hängt davon ab, wie man das sieht. Heutzutage singt man Worship. Man sagt, Worship ist der neue so Gospel. Mhm. Man singt immer noch über Gott, aber ja, es ist Worship and Praise. Ah, okay. Wäre Worship auch was für dich oder bleibst du lieber beim Gospel? Doch, es wäre auch was für mich. Wäre auch was für dich? Ja, doch. Das heißt, Gospel, die gute Nachricht, und Worship, du hältst daran fest. Obwohl ich mich daran erinnere, dass du mit deiner Frau auch mal hier in Wilhelmsdorf warst und dir die Haslach-Mühle angeguckt hast, eine Einrichtung für geistig behinderte Menschen, weil ihr in eurem Leben auch damit zu tun habt. Ihr habt zwei Kinder. Ja, und die jüngste Jade ist auch geistig behindert. Geistig behindert? Ja, genau. Und ist jetzt wie alt? Sie ist 18. 18? 18 Jahre alt. Doch. Wohnt aber nicht im Heim, sondern bei euch Nein, zu Hause? Nein, sie wohnt bei uns zu Hause. Ja. Ist das trotzdem was, wo du am Gospelsingen festhältst und am Worship und alles gut ist, oder ist das manchmal auch schwer? Es ist manchmal sehr schwer. Aber Gott gibt uns, wie gesagt, wir werden immer geprüft, aber der gibt's auch, Jade gibt mir auch, wie man sagt, sie gibt mir Joy. Mhm. Sie gibt mir Joy. Und Joy ist Freude? Oder? Freude, ja. Sie bringt mit Freude. Sie einfach zu sehen, weil sie ist immer glücklich. Ist egal, was sie bedrückt, sie ist immer glücklich. Das ist Wahnsinn. Und sie drückt das aus und das, ja, dann wirkt das auf mich auch. Das ist schön. Ist dann nicht trotzdem irgendwo im Herzen so eine Ecke, wo man fragt Gott, warum ausgerechnet ich und wir? Doch. Doch, aber ich sage, okay, es ist jetzt geschehen und ich denke nicht die ganze Zeit darüber. Aber klar, am Anfang habe ich gefragt, Gott, warum ist sie nicht so normal wie die anderen Kinder? Aber ich habe auch einen normalen Sohn. Das gleicht sich aus. Der sieht ja äußerlich von seiner Haarpracht ein bisschen anders aus als der Papa. Ja, nur ein bisschen. Gehört das zu einem echten Gospelsänger, dass er keine Haare mehr hat? Nein, das kommt, glaube ich, mit dem Alter. Das kommt mit dem Alter. So ein junger Gospelsänger neben mir und er spricht vom Alter. Was soll denn jetzt noch passieren? David, wir feiern Weihnachten. Das heißt, wir dürfen uns auch freuen aneinander und miteinander auch an deiner Musik nachher. Was bedeutet dir persönlich Weihnachten? Feiert ihr das zu Hause? Wir feiern Weihnachten zu Hause. Und es bedeutet eine Zeit zu nachdenken, wie der Jahr war, und auch so nachzudenken, wie gut wir es haben als Menschen hier, als Familie. Wie gut? Wie gut wir es haben. Nicht nur auf das Schlechte, nicht nur auf den Virus gucken, sondern dass wir es trotzdem gut haben dürfen. Ja. Und wir haben viel gute Zeit schon erlebt und vermutlich werden wir auch wieder viel gute Zeit erleben. Auf jeden Fall. Ja. Und da freuen wir uns riesig, wenn David Thomas wieder nach Wilhelmsdorf kommt und uns wieder beehrt im Fernsehgottesdienst mit seiner Musik und vielleicht mal mit einem kleinen Workshop hier. Ja, ich freue mich auch. Das wäre schön. David, ich wünsche dir und deiner Familie einen gesegneten heiligen Abend. Feiert schön und wir freuen uns auf deine Musik. Hören, was er zu singen und zu sagen hat, gemeinsam mit unserem Pianisten Michael Schlurf. Wenn Sie Fragen haben an David, schreiben Sie uns. Wenn Sie Interesse haben an seiner Musik, schreiben Sie uns. Wir haben hier CDs, die gibt es auch überall im Handel.
Aber Sie können auch bei uns über die Homepage solche CDs mit wertvoller Musik bekommen. Wir freuen uns auf dich, David. Danke. Angels, we have heard on high, sweetly sing in all the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why this joyous strains prolong? What the gladsome tidings be which inspire their joyful song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ich glaube, Weihnachten ist eine Anhaltergeschichte. Mussten Sie schon mal per Anhalter weiterkommen? Oder haben Sie einen Anhalter mitgenommen? Ich bin da selber immer etwas vorsichtig, fahre eigentlich lieber alleine. Aber was ist das, wenn jemand mit erhobenem Daumen am Straßenrand steht, den Arm ausstreckt und dieses Zeichen gibt? Dann heißt es: Hilfe, bitte, bitte, ich will hier weg. Oder vielleicht: ich muss hier weg, bitte nimm mich mit. Und ich kann nicht anders. Ich habe den Bus verpasst oder ich habe kein Geld zum Weiterkommen. Mein Auto ist kaputt. Hilfe, bitte hilf mir, von hier wegzukommen. Deshalb Daumen raus, Daumen hoch und dann warten. Warten, bis es einem fast zu schwer wird. Und dann immer mit der Spannung: wer kommt? Wann kommt jemand? Wer nimmt mich mit? Wohin nimmt er mich mit? Fährt er in die gleiche Richtung? Will er auch dahin, wo ich hin will oder hin muss? Wer hilft mir? Bitte, komm doch jemand vorbei. Warum kommt denn keiner? Warum nimmt mich denn keiner mit? Weihnachten ist eine Anhaltergeschichte. Gibt es Anhaltergeschichten überhaupt in der Bibel? Ich glaube persönlich, die ganze Bibel ist voll davon. Lukas 10, oder? Der barmherzige Samariter, da liegt einer hilflos am Boden. Und wortlos sendet er einen Hilferuf: nimm mich mit, kümmere dich um mich. Und viele kommen, schauen, gaffen und ziehen weiter, unerledigter Dinge. Elia fällt mir ein: als er gestorben ist, wird er auf feurigen Wagen mitgenommen. So steht es in 2. König 2, auch eine Anhaltergeschichte. Und wie ist es bei Jesus an Himmelfahrt? Ist auch eine Anhaltergeschichte. Er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und weg war er vor ihren Augen. Anhaltergeschichten sind der Bibel nicht fremd. Deshalb sage ich es noch einmal: auch Weihnachten ist eine Anhaltergeschichte. Gottes Sohn hat meinen Hilferuf gesehen. Er kommt vorbei. Er hält an. Und er nimmt mich mit. Er lässt mich nicht stehen. Er lässt mich nicht hängen. Er bringt mich weiter. Er bringt mich zum Ziel. In Johannes 3 lesen wir, warum der Sohn Gottes vorbeikommt. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, dass er uns hängen lasse. Nein, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Weil er uns Menschen so lieb hat,
Deshalb hat er seinen Sohn vorbeigeschickt. Der sieht unseren Hilferuf, unseren ausgestreckten Daumen und er hält an. Er hält an und nimmt uns mit. Er ist anders als so viele, die den Hilferuf wahrnehmen, aber einfach vorbeifahren. Paulus schreibt einmal, als die Zeit erfüllt war, nach langem Hin und Her, nach langem Warten, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne und Töchter Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der spricht, der ruft, Abba, Vater. So bist du nicht mehr ein Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch reich beschenkt, Erbe Gottes durch Christus. Und dieses Reich beschenkt feiern wir heute auch an Heiligabend, wo wir einander erinnern mit den Geschenken, dass wir die Beschenkten sind, weil Christus vorbeigekommen ist, weil er unseren Hilferuf gehört hat und angehalten hat, uns mitnimmt, uns aufnimmt, uns annimmt und weiterbringt. Darauf dürfen Sie in jeder Situation vertrauen, egal wo Sie gerade warten. Egal, wo Sie gerade Hilferufe absetzen, egal, wie oft man sie schon einfach ignoriert hat. Jetzt ist es soweit. Gott sandte seinen Sohn und er hat nur einen Auftrag. Türen auf und einsteigen und weiter geht's. Mit Zuversicht, mit Hoffnung. Übrigens, es gibt sogenannte Tramp-Regeln, also Regeln, die man als Anhalter beachten sollte. Erstens, beim Trampen niemals den Glauben aufgeben. Niemals die Hoffnung aufgeben. Die Hoffnung trägt und die Hoffnung stirbt ganz zuletzt. Aber irgendwann, auch wenn man fast schon alles aufgegeben hat an Hoffnung und Glauben, irgendwann kommt jemand vorbei und hält. Fahren als Anhalter, zweite Regel, heißt auch, die Richtung muss irgendwie gekennzeichnet werden. Also wenn ich hier stehe, dann ist klar, dass nur einer anhält, der in die Richtung fährt. Wenn ich in die Richtung will, dann müsste ich mich eigentlich darüber stellen. Aber da drüben wird keiner anhalten. Also klar zeigen, wo man hin will, vielleicht sogar noch mit einem Schild, ich will in Richtung Bodensee. Das heißt, treffen Sie eine Entscheidung. Und stehen Sie dazu, wissen Sie, wo Sie hinwollen, ein fester Wille. Und wissen Sie was, ich glaube, Menschen, die Gott Vertrauen haben, die haben so einen festen Willen. Die haben Kraft, Entscheidungen zu treffen, die sind charakterfest. Und die dritte Regel, positive Ausstrahlung, das ist das Ticket, um mitgenommen zu werden. Ich glaube und habe schon ganz viele kennengelernt, deren Ausstrahlung einfach hell leuchtet. Weil Christus sie segnet und weil der lebendige Gott sein Angesicht leuchten lässt über deinem Angesicht und dein Haupt immer wieder krönt mit Gnade und Barmherzigkeit und es erhebt, erhobenen Hauptes. Die letzte Regel noch ist, der richtige Platz zum Trampen, einfach dahin stellen, wo die meisten Autos anhalten. Das kann zum Beispiel an einer Autobahnraststätte sein. Und wissen Sie was? Ich habe gedacht, ja, wer mitgenommen werden will, wer Hilfe sucht, der ist schlecht beraten, wenn er immer nur alleine ist. Ich glaube, dass wir in der Gemeinde Gottes, in unserer Ortsgemeinde oder in unserer Lieblingsgemeinde genau am richtigen Platz sind, um mitgenommen zu werden, sprich um Hilfe zu bekommen. Da, wo Menschen sind, denen ich wert bin, dass sie mir helfen. Da, wo Menschen sind, die sich für mich interessieren. Anhalter, auch wenn es manchmal lange dauert, ich weiß es ganz fest und gebe die Hoffnung nicht auf, dass jemand vorbeikommt. Und jetzt an Weihnachten weiß ich, der Sohn Gottes kommt vorbei und nimmt mich mit, weil ich es ihm wert bin. Wieder einer vorbei. Wann wird es endlich so sein, dass jemand kommt, der mich mitnimmt? Oh, da hält einer. Tatsächlich, da hält einer. Würden Sie mich mitnehmen? Sehr gern.
Egal wohin, Hauptsache weg. Endlich ist einer da. Es ist nicht Jesus, aber er nimmt mich mit. Mal gucken, wohin die Reise geht. In diesem Sinne, Amen. Er hat lang schon angefangen, bahnt sich einen Weg in unsere Welt. Mittendrin im Stallgeruch kommt der Himmel zu Besuch. Arme, reiche Hirtenweise beten staunend an ganz leise. Nichts davon ist Gott entgangen, er hat lang schon angefangen, bahnt sich einen Weg in unsere Welt. Nichts davon ist Gott entgangen, er hat lang schon angefangen, bahnt sich einen Weg in unsere Welt. Auch in diesen Weihnachtstagen möchten wir für Sie da sein und Sie gerne begleiten, auch im Gebet. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt, wenn Sie gerade etwas beunruhigt. Schreiben Sie, wir begleiten Sie durch das gemeinsame Beten und ich freue mich, von Ihnen zu hören. Lasst uns füreinander und miteinander beten. Heiliger Gott, so oft haben wir den Eindruck, niemand interessiert sich für uns. Gerade auch in diesen Tagen fahren so viele an uns vorbei, nehmen uns so viele gar nicht wahr. Weihnachten heißt, du hältst an, kümmerst dich um uns, hilfst uns, dass es weitergeht, dass wir von hier nach da kommen. Und wir loben und preisen dich, Vater im Himmel, dass du in Jesus Christus bei uns Halt gemacht hast. Dass wir bei dir einsteigen dürfen und mitkommen, dass es weitergeht. Auch wenn manche Situation verfahren ist und wir manche Hoffnung verloren haben. So komm du ganz neu bei uns vorbei, kehre ein, bleibe bei uns, bleibe für uns. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir beten für alle die, die gerade traurig sind, trostlos, hoffnungslos. Tröste sie in besonderer Weise und mach sie dessen gewiss, dass du für sie bist und mit ihnen bist und dass wir gemeinsam als Brüder und Schwestern durch dich verbunden sind. Und gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So seid nun gesegnet. Ihr, das Licht der Welt, vielleicht nur ein kleiner Funke, aber dieser Funke fällt hell auf den Weg. Ihr, das Salz dieser Welt, vielleicht nur ein kleines Korn, aber dieses Korn wird man schmecken. Ihr, die Stadt auf dem Berg, vielleicht nur ein kleines Haus, aber dieses Haus strahlt festlich und fröhlich aus allen Fenstern. So seid gesegnet. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erfüllte Tage im Kreis der Familie oder aber auch, wenn wir Sie begleiten dürfen, freuen wir uns darauf. Wir möchten heute ein Geschenk machen. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie diese CD geschenkt bekommen haben wollen, mit Liedern aus dem Gottesdienst darauf. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Wir freuen uns drauf. Danke, wenn Sie uns wohlwollend gesonnen bleiben. Schauen Sie rein auf unserer Homepage. Auch dort finden Sie Weihnachtliches. Sie können auch den Newsletter bestellen, um immer über unsere Arbeit informiert zu werden und zu sein. Danke, wenn Sie uns helfen mit einer besonderen Weihnachtsspende, um diese Arbeit zu tun, um für viele Menschen die gute Botschaft weiter zu sagen und hineinzutragen in unser Land und in viele Herzen. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, auch wenn wir zusammen in das neue Jahr hineingehen dürfen. Bis dann, auf Wiedersehen.